Was ist genau passiert und was können Sie uns sagen? Ja, ich kann Ihnen schon sagen, dass es gegen 6.30 Uhr zu einer Alarmierung kam. Ein Geiselnehmer hatte in der Justizvollzugsanstalt eben eine Geisel genommen. Es kam hier zum Großeinsatz der Polizei. Wir haben den Raum hier abgesperrt und natürlich auch Einsatzkräfte in das Gebäude gebracht. Nach ca. 3 Stunden konnten wir die Geisel unverletzt befreien. Bei dem Polizeieinsatz ist der Geiselnehmer aber ums Leben gekommen. Die Umstände dieser Geiselnahme, kann man da schon irgendwie was sagen, wie sich das abgespielt haben soll? Wissen Sie da schon was? Das wäre jetzt zu früh, schon mit Details an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir müssen natürlich den genauen Tathergang rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen natürlich dazu auf Hochtouren. Und auch der Polizeieinsatz muss natürlich genau rekonstruiert und nachbereitet werden. Das sind alles unsere Aufgaben, die wir derzeit mit Akribie angehen. Nehmen Sie uns mal mit, wenn so ein Notruf kommt, also ob das jetzt die JVA ist oder wenn Geiselnahme. Was spielt sich dann polizeilich ab? Welche Maßnahmen werden getroffen, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen? Weil eine Geiselnahme haben wir glücklicherweise alle noch nicht wahrscheinlich am eigenen Leib erlebt. Die Polizei ist natürlich sehr einsatzerfahren, gerade hier im Polizeipräsidium Münster, auch mit solchen Großlagen. Da gibt es natürlich vorbereitete Entscheidungen und Wege, sodass wir dort sehr schnell einsatzfähig sind, sodass wir Spezialisten, die zum Einsatz bekommen, wir wissen auch genau, welche Entscheidungen wir zu treffen haben. Da sind wir also sehr gut vorbereitet. Jetzt ist jemand ums Leben gekommen, mutmaßlich der Geiselnehmer. Wie wird die Polizei jetzt weiter ermitteln? Ist sehr wahrscheinlich durch einen Polizisten ums Leben gekommen. Wie sind dann die Mechanismen? Wie wird diese Tat dann, dieses Geschehen weiter ermittelt? Das ist ganz normaler Standard. Wenn eine Person durch einen Polizeieinsatz ums Leben kommt, wird natürlich genau der Tathergang rekonstruiert. Es wird ermittelt, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob es eben ein gerechtfertigter, unmittelbarer Zwang war, ob die Einsatzsituation das in dem Fall hergegeben hat. Das sind alles Ermittlungen, die natürlich standardmäßig laufen. Da wird auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Nach unseren Ermittlungen, nach unserem Recherchestand soll es so gewesen sein, dass der Mann einen Hubschrauber gefordert haben soll, um dann die JVA zu verlassen. Klingt ein bisschen nach Science Fiction und nach Hollywood. Gibt es denn da eventuell schon Näheres? Auch das wäre zu früh, jetzt genau den Hergang der Geiselnahme und seine Forderungen darzustellen. Das ist auch ebenfalls auch noch Gegenstand der Ermittlungen. Das wäre mir jetzt zu früh, dazu erste Spekulationen zu bestätigen oder gar zu veröffentlichen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.